Heute gibt es nur ein ganz kurzes Video, denn viele Themen habe ich gar nicht, denn so viel ist gar nicht passiert. Fokus liegt auf das Pokalspiel, Fokus liegt auf die Jahreshauptversammlung. Da sage ich ein paar Dinge zu und es gibt sogar noch was zu gewinnen. Aber das sage ich euch dann nach dem Intro. Vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung meines Kanals. Tag zusammen und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und wie erwähnt vor dem Intro, es ist heute ein ganz kurzes Video, ungewöhnlich kurz, aber wir haben ja eigentlich eine einwöchige Spielpause, aber da spielen wir im Pokal. Und zwar das Pokal-Halbfinale, Bitburger Pokal gegen den 1. FC Düren am Freitag. Und es wird rappelvoll. 25.000, so viel werden es wahrscheinlich garantiert werden. Mehr geht immer. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich eine Familie glücklich machen möchte, die dabei sein kann. Und zwar im Block W2. Und zwar ziemlich mittig, ganz oben. Das heißt, eine Familie mit einem Kind, das nicht älter als 11 Jahre sein darf, hat die Chance, 3 Karten insgesamt zu gewinnen. Das heißt, 2 Erwachsenenkarten und eine Karte für ein Kind. Einzige Bedingung, wie gesagt, ist, dass das Kind nicht älter als 11 Jahre sein darf. Und es wäre schön, wenn sich jemand melden würde, die sich nicht immer den Tivoli leisten können. Vor allem nicht diese Plätze. Deshalb appelliere ich an alle, die hier zuschauen, dass sich wirklich nur die melden, die es wirklich gut gebrauchen können, die mal aus dem Alltag rauskommen wollen, die mal das Fußballspiel genießen wollen. Denen würde ich die Karten zur Verfügung stellen. Es ist Print at Home. Das heißt, ich würde die dann zuschicken per E-Mail und wie man sich dafür bewerben kann, ist ganz einfach. Schreibt an meine E-Mail-Adresse, die steht nochmal hier drin und auch unten in der Videobeschreibung. klenkes@diekartoffelkäfer.de. Schreibt mir hin, ihr wollt die Karten haben. Ich werde natürlich nicht kontrollieren, ob ihr sie wirklich haben müsst, ob ihr bedürftig seid, sie haben zu wollen. Das werde ich nicht tun. Wie gesagt, ich appelliere an die Fairness und hoffe, dass ich damit dann eine kleine Familie glücklich machen kann. Die Karten stelle ich zur Verfügung, hat einen Gesamtwert von 50 Euro und ich denke, wenn ich damit jemand eine Freude machen kann, dann bin ich zufrieden und ihr seid dann auch zufrieden. Was erwartet uns beim Pokal-Halbfinalspiel? Natürlich, dass wir ins Finale kommen und die Frage stellt sich ja, wird Heiner Backhaus den zweiten Anzug bringen, weil man die Prio vielleicht auf den Aufstieg legt oder sagt man sich, wie auch die Spieler selber, wenn wir schon soweit sind, dann wollen wir ins Finale und wir wollen auch beides holen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir das Bestmögliche aufbieten werden. Und so wie es hier aussieht, kehren ja auch wieder einige Verletzte zurück oder zumindest die gesperrt sind. Das heißt, Julian Schwermann wäre wieder eine Option, auch wenn er wohl jetzt erkältet war die letzte Woche. Aber im Pokal ist er nicht gesperrt. Das heißt, seine 4-wöchige Sperre, die er für die rote Karte bekommen hat, zählt dafür nicht. Und Anas Backhaus wird wahrscheinlich vielleicht so kurzfristig sein, aber wer weiß, wen Heiner da noch aus dem Hut zaubert. Andererseits, wir haben einen breiten Kader. Und das sollte dann auch gegen den 1. FC Düren reichen. Die werden sich natürlich am Tivoli mehr als ein Beinchen ausreißen wollen, ganz klar. Im letzten Spiel auf dem Tivoli in der Regionalliga West, in der Meisterschaft, da haben wir ja in der 98. Minute 2-1 gewonnen. Und das hat die natürlich ganz schön gewurmt. Das heißt, die werden mit viel Herzblut und mit viel Attacke hier am Tivoli auftreten werden. Weil für sie haben auch eine gute Saison gespielt, sie stehen glänzend da auf Platz 7 momentan. Das im Pokalfinale zu stehen und vielleicht sogar den Pokal wieder zu holen, das wäre natürlich aus ihrer Sicht der krönende Abschluss einer sehr guten Saison. Da wollen sie uns natürlich kräftig in die Suppe spucken, aber wir wiederum wollen natürlich auch die Siegesserie erstens weiterführen und zweitens ist das Ziel halt eben das Double zu holen. Sind wir gespannt, wen wir dann am Freitag in der Startaufstellung sehen werden. Ich bin gespannt und wie erwähnt, 25.000 Zuschauer mindestens werden dabei sein. Ich glaube, da werden wir ein ganz gutes Spiel sehen. Nachbarschaftsduell, Derby, nennt es wie ihr es wollt, aber das sind eben die Spiele, wo die Würze drin liegt. Und ich hoffe nur, dass das Ganze dann nach 90 Minuten beendet ist, egal wer. Der bessere am Ende wird das Spiel gewinnen und das dann wahrscheinlich auch verdient. Dann sind wir mal gespannt, wer dann einzieht ins Finale. Ich hoffe natürlich, dass wir es sind, ganz klar. Und dass dann auch es mit dem Aufstieg klappen wird. Denn danach erwartet uns Fortuna Köln übernächste Woche. Dann ist schon wahrscheinlich eine kleine Entscheidung, wenn wir sie schlagen sollten, dass wir dann einen mit ärgsten Konkurrenten dann abgeschlossen.
abgeschüttelt hätten, vorerst. Aber warten wir mal einfach mal ab. Morgen ist die Jahreshauptversammlung in Alemannia, das heißt, da sind alle Mitglieder aufgerufen, ins Einhard-Gymnasium zu kommen. Es wird gewählt ein neuer Präsident, das heißt, unser kommissarischer Präsident, der Andreas Görtges, stellt sich dann zur Wahl und will dann auch durch den Souverän, durch die Mitglieder, zum neuen Präsidenten erkoren werden. Die Veranstaltung soll diesmal ganz anders ablaufen, das habe ich ja schon in einem anderen Video erzählt und da sind wir mal gespannt, wie es denn ablaufen soll. Gespannt sind wir auch, was dann unser Geschäftsführer Sascha Eller zu berichten hat anhand von Zahlen und Fakten und natürlich sind wir dann darauf gespannt, wo so eine Frage wahrscheinlich wäre, wie sieht es aus mit der Stadionvermarktung, nachdem der Deal ja mit Merkur geplatzt ist sozusagen. Gibt es da einen neuen? Gibt es da andere? Haben wir jetzt sogar vielleicht sogar bessere Optionen, dadurch, dass wir so glänzend dastehen und so erfolgreich sind momentan? Und was ist aus dem Geld geworden, was wir vom Mark-Flecken-Transfer bekommen haben? Auch das hoffe ich, dass wir es vielleicht morgen erfahren werden, was für eine Summe da geflossen ist, ob sie geflossen ist, die Summe, und ob man das jetzt noch in der Hinterhand hat für quasi eine Drittliga-Planung. Sind wir gespannt, was der Sascha uns morgen erzählen wird und natürlich sind wir auch gespannt, wenn unser Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberts auftreten wird. Er wird dann nochmal die 3 Jahre Revue passieren lassen, was ist in 3 Jahren passiert, seitdem sie ja in Verantwortung sind, in Amt und Würden sind. Und da, denke ich mal, werden wir da Klartext hören und wahrscheinlich wird Marcel dann auch wieder ordentlich die Werbetrommel rühren für die letzten Spiele, damit das dann mit dem Aufstieg dann auch wirklich klappen wird. Eine Frage war ja auch gewesen, das fand ich dann auch sehr gut, die Marcel beantwortet hatte, nach dem Motto, was ist, wenn wir denn vorher tatsächlich aufsteigen sollten, rein rechnerisch, dass wir das ein paar Spieltage vorher klar machen, gibt es dann direkt im Anschluss die Aufstiegsfeier auf einem Rathausvorplatz am Markt und natürlich nicht. Eine Aufstiegsfeier wird dann gemacht, wenn die Saison vorbei ist. Dann wird das in Ruhe vorbereitet. Das kann man nicht einfach spontan so machen. Das ist natürlich gar nicht drin. Das heißt, egal wann wir aufsteigen sollten und wenn es am letzten Spieltag ist, dann wird es erst dahinter sein. Vorher eigentlich nicht. Ist ja auch logisch. Ganz zum Schluss dann noch, heute am Mittwoch ist unsere Alemannia-Legende, unser Hero, Jupp Martinelli, 88 Jahre alt geworden, er feierte seinen Geburtstag und da haben wir schon per Facebook gratuliert, aber auch hier nochmal. Jupp, wenn du das sehen solltest, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir von hier aus noch viele, viele schöne Jahre, gesunde Jahre, dass die Gesundheit natürlich im Vordergrund steht, ist klar. Und dass du es noch miterlebst und das hoffe ich, dass das dann im Mai sein wird, dass die Alemannia aufsteigt, dass du nochmal den Aufstieg miterlebst, zumindest in die 3. Liga, dann vielleicht 2. Liga, aber sind wir mal froh, wenn wir erstmal in die 3. Liga ankommen sollten. Und das wünsche ich dir, dass du das miterlebst und dass du dann auch mit auf der Rathaustreppe stehen wirst und das Ganze dann nochmal genießen kannst. Das wünsche ich dir an dieser Stelle und ich hoffe, du hast gut gefeiert und wirst noch gut feiern, denn 88, das ist eine schöne Zahl. Ja, alles Gute, lieber Jupp, und ich hoffe, dich bald mal wieder zu treffen. Denn deine Geschichten sind immer noch die schönsten und da kann man dir eigentlich stundenlang an den Lippen hängen, wenn man so viel Zeit hätte. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, ein kurzes Video und dann sehen wir uns spätestens morgen bei der Jahreshauptversammlung. Da werde ich dann dabei sein. Und auch am Freitag dann beim Pokal-Halbfinalspiel gegen den 1. FC Düren. Und wenn ich dann da wieder sehe, werde ich dann versuchen, mit meiner Kamera da ein Stimmchen einzufangen. In diesem Sinne, macht es gut, Adida, tot sens, ciao, euer Kartoffelkäfer, Dirk.